Hallo und herzlich willkommen hier bei Startfreigabe, unserem Podcast, beziehungsweise wie ich ja liebevoll sage, Vodcast und mittlerweile schon die dritte Folge. Nach einem kurzen Intro geht's los und dann erzähle ich auch, wo wir hier sind und was für Flugzeuge wir fliegen. Mayday, Mayday, wir haben Startfreigabe. Erstmal hallo und herzlich willkommen auch an Philipp, meinen kongenialen Partner in Crime. Hallo, und da ist er in dem kleinen Flugzeug. Bei ihm ist das wahrscheinlich sehr, sehr groß, weil der fliegt Dornier irgendwas. DOX. Ein Flugzeug der historischen Geschichte der Flugfahrt. Geiles Teil. Ich fliege die Ford Trimotor und wir sind hier gerade in Italien und nicht irgendwo, sondern da, wo ich Urlaub mache. In Lido de Jesolo in der Nähe von Venedig. Und deswegen sind wir hier auch am Wasser mit Wasserflugzeugen. Und ich würde sagen, standardmäßig stellt der Philipp erstmal das Wetter auf. Romantisch. Ja, und ich würde sagen, wir kriegen Startfreigabe, aber sowas von. Ja, Mayday, Mayday, Leute. Das bleibt jetzt drin, auch wenn das keinen Sinn ergibt. Man kann schon sagen, Achtung, Achtung, die Teenagers vom Mars, die heben jetzt ab. Alle mal den Kopf einziehen. Also, wer sich darüber lustig macht. Ja. Was heißt lustig macht? Ja, es passt einfach zu uns. Es ist chaotisch, es passt zu uns, es stimmt hinten und vorne nicht, passt zu uns. Kein Problem. Passt zu uns. Wolltest du nochmal sagen? Es passt, passt zu uns. Passt zu uns. Ja, okay, cool. Ja, ich, irgendwas, ich krieg keinen Druck hinter den Kessel. Ja, warte, ja, okay, also ich muss sagen, ich bin easy abgehoben. Übrigens, richtig typisch für Italien hier, Das ist Lido de Jesolo hat den, glaube ich, längste Promenade der Welt. Also es ist unfassbar. Unfassbar lang da. Unfassbar. Ich drehe noch einmal, dann kann ich den Philipp auch mal abholen. Der muss aus dem Kinderparadies mal häufiger abgeholt werden auch. Hebst du den ab oder gibst du Gas? Oder? Ja, doch, doch. Ja, okay. Irgendwie? Weiß nicht. Ich musste jetzt manuell den Hebel im Cockpit nach vorne legen. Ist kein Problem. Okay. Bin nur problematisch bei der Landung. Aber ich hebe jetzt ab. Gut. In der Zeit kann ich schon mal einmal kurz Danke sagen, dass die Folgen bis jetzt echt gut angekommen sind. Bin echt zufrieden. Sind diesmal tatsächlich auch einige Fragen unter dem Video gewesen, worum wir euch gebeten hatten. Danke auch dafür. Wir haben natürlich heute wieder ein reges Programm, worüber wir sprechen werden. Unter anderem. Ich muss nur noch abheben. Mensch. Wird das denn was, oder? Ja, ich bin gerade bei 80 Knoten. Ich bin. Was ich denn mein Bestes. Was ist denn die Abhebegeschwindigkeit von dem Teil? Ich weiß nicht, da das Ding mit 95 Knoten angegeben ist, vielleicht 80? Ich verfolge dich auf jeden Fall. Spektakulär, würde ich sagen. Ich wippe mich mal irgendwie hoch hier. Keine Ahnung. Ich glaube, ich hänge im Wasser fest. Hast du jetzt hier reingebackt? Perfekt. Hallo? Keine Ahnung. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen nachhelfen. So. Oh ja, da fliegt er. Ja, perfekt. Philipp hat gescheatet. Ja, weil wir uns hier hinsetzen mussten, weil hier kein Wasserflughafen in der Nähe war. Deswegen, let's go. Scheiß drauf. Wir fliegen, wir sind in der Luft, wir sind glücklich. Es geht los. Herzlich willkommen bei den Startfreigabe-Podcast. Ich brauche mal ein zweites Intro. Okay, gut. Schneide ich halt raus. Fangen wir mit einer Zuschauerfrage an. Ja. Womit fangen wir an? Habt ihr noch andere Hobbys? Fragt die Silvi, die auch sehr regelmäßig da ist. Silvi, hallo und herzlich willkommen. Du hörst das hier bestimmt. Danke für deine Frage. Habt ihr noch andere Hobbys außer Streaming und Gaming? Simon. Ja. Ladies first. Okay, also ein großes Hobby, auch wenn ich nicht mehr selber spielen kann, ist immer noch Fußball. Ist auch, also sobald Fußball im Fernsehen läuft, läuft es auch bei mir auf dem Fernsehen. Ich gucke auch gerne nochmal, also ich gehe auch ab und zu mal noch sonntags irgendwo auf dem Platz gucken. Das war ja auch jahrelang ein fester Bestandteil meines Lebens. Hobby ist es jetzt ja nicht, aber Hunde immer ist auch nur mal eine Aufgabe. Natürlich ist es ein Hobby. Ja, ist halt, ne, ist schön und gut und das mache ich auch gerne. Dann ist es schon vorbei.
Dann ist schon vorbei. Ja, wir hatten ja auch mal ein Hobby zusammen, wir beide, eine Zeit lang, fotografieren. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber ich muss sagen, ich habe mich da nie... ich habe mich da aber noch nie so... Ich konnte mich hinterher nicht mehr so reinfuchsen irgendwie. Irgendwie hatte ich da der Funke nicht komplett drüber geschwungen. Wir haben mal so einen Fotokurs zusammen gemacht, ne? Ja, da wo wir abgehauen sind, völlig enttäuscht. Ja, genau. Ja. Weil wir alles schon konnten. Ja. Aber an sich war das Probleme, cool. Dieses Flugzeug zu fliegen, ne? Keine Ahnung. Und wir waren in Berlin für Fotos. Stimmt. So Lost Place-mäßig haben wir Fotos gemacht. Cool. Ja. Das war cool. Ja, ich weiß noch, unter der letzten, vorletzten oder ersten Folge hat jemand geschrieben, wäre cool, wenn ihr da noch so Einblendungen machen könntet. Ja, kostet halt immer viel Zeit, ne? Wenn wir jetzt noch so Fotos raussuchen müssen und so, kostet viel Zeit, wird also wahrscheinlich nicht passieren. Aber stellt euch vor, dass das richtig geil aussah. Ja, wir waren in Berlin im... Oh, wie hieß das noch? Blub, oder? Blub, ja. Blub. Hm. Im legendären Blub-Schwimmbad. Das stand da noch. Mittlerweile ist das komplett abgerissen worden, wenn ich das richtig gehört habe. Ja, stimmt, hast recht. Und wir waren dann noch, als da Drogenumschlagsplatz war. Ja, haben Fotos gemacht. Fühlte sich auf jeden Fall illegal komisch an. Und es fühlte sich sehr illegal an. Wir haben erst nachher gelesen, dass man da auch mal gerne überfallen würde. Wir hatten einfach teures Equipment dabei. Ja, aber es war dumm. Am helllichten Tag. Richtig dumm also, einfach. Jawohl, ist, glaube ich, da scheißegal. Ja, aber war cool. War ein cooler Trip auch einfach. War witzig. Ja. War lustig. Kleiner Nervenkitzel. Ja. Nee, aber... Ich guck mal, ob ich auf 1000 Fuß komme hier heute noch. Okay. Ist das dein Ziel für heute? Ja, mein Ziel für heute zwischendurch. Ja, und was hast du denn noch für Hobbys, Philipp? So neben... Aktuell, ja, Sport eher so Golfen. Ich versuche ein bisschen... sportlich Sachen, also Muskel zu trainieren, einfach für den Körper, weil man wird ja alt, da muss man auch trainieren, aber das zähle ich jetzt nicht als Hobby, das ist einfach notwendig. Mhm. Ja, seit einem Jahr spiele ich Golf, also richtig mit Platzreife und Mitglied im Golfclub und sowas. Jetzt fängt die Saison wieder an. Ich war am Sonntag einmal golfen, lief Chacuzel tatsächlich, also ich war 5 oder 6 Monate nicht golfen und dann erste Runde wieder. Da erwartet man nicht viel, aber es lief sehr gut. Es hat wieder Bock gemacht. Ich bin gehypt und werde die Woche auch nochmal gehen. Das ist ganz schön. Ich weiß, bei vielen Leuten ist dieses Hobby Golf noch nicht so angekommen, beziehungsweise so ein bisschen, das ist doch kein Sport, das ist doch nicht anstrengend. Leute, könnt ihr erst sagen, wenn ihr wirklich mal 9 Loch oder 18 Loch gespielt habt und dann sagt ihr mir am Ende, es war nicht anstrengend, dann können wir nochmal darüber reden. Aber wer das noch nicht gemacht hat, darf da echt nicht drüber reden und sagen, das ist kein Sport. So, dann will ich das auch mal gesagt haben. Ja, ja, du kannst ja ruhig deinen Sport auch verteidigen. Alles gut. Ja. Ja. Was habe ich sonst noch für Hobbys? Boah, es bleibt wenig Zeit für Hobbys, ne? Ja, ist wirklich so. YouTube frisst unfassbar viel Zeit, muss man dazu sagen. Also wirklich. Ja. So. Und dann habe ich noch ein Gewerbe, da geht jetzt die Saison auch wieder weiter. Ja. Ja. Apropos, da gibt es nichts Neues, ne? Mhm. Wegen Rechtschreibung. Obwohl doch, ich habe dieser Rechtsschutz nochmal eine E-Mail geschrieben, beziehungsweise ich bin über ein Formular gegangen. Und auf einmal hat mir ein Rechtsanwalt eine Einschätzung geschrieben, so die nächsten Steps. Ja. Es ist jetzt nicht das, was ich erwartet habe mit, klar, wir hauen dem Sack schön, du gewinnst, wir gehen vor Gericht, wir ziehen die, die werden pleite gehen, du wirst Millionär, nein. Nein. Das malt man sich ja immer aus, nein, das passiert eh nicht. Das ist jetzt nicht passiert. Also, weil ich habe 1000 Fuß geschafft. Cool. Ich habe nur eine Info bekommen, was ich als nächstes machen muss. Das habe ich jetzt gemacht und mal gucken. Es hat wieder mit einem Brief zu tun, mit einer Mahnung zu tun, mit einem Einschreiben zu tun. Ja, schön, macht Spaß. Ja, Deutschland halt, ne? Man muss da immer ein bisschen... Deutschland halt, ja. Ja, ich gebe nicht auf, bis irgendjemand weint. Also,
Wenn du es bist. Ich auch. Ich will für mein Geld vielleicht da noch ein bisschen Spaß haben. Hä? Ja, verstehe ich. Was, alles gut. Ja, was habe ich sonst? Ich habe auch zwei Katzen, ne? Mhm. Weil wir gerade gesagt haben, Tiere sind auch Hobbys. Der einen Katze geht es gerade nicht so gut. Da sind wir leider sehr oft beim Tierarzt. Aber das wird schon wieder. Die ist einfach eine kleine Allergikerkatze. Es ist crazy, ne? Ja, aber ist halt so, wir müssen da ein bisschen dran arbeiten und kriegen das hin. Und ja, Details möchte ich da auch nicht erzählen. Alles gut. Was habe ich noch für Hobbys? Ich habe fucking viel Zeug in meinem Zimmer stehen, deswegen gucke ich immer so nach links und rechts. Ja, der Philipp hat so ein richtiges Spielzimmer, wie man sich das vorstellt. Also, wie man sich das als Kind gewünscht hätte. Ja. Ja, wahrscheinlich, ja. Ist so. Da ist meine Roomtour auch fast noch aktuell. Ein paar Sachen habe ich ausgetauscht, aber die ist noch aktuell. Fahrrad, ja, ist nicht so ein Hobby von mir. Ich ab und zu mal eine Fahrradtour ist halt geil, ne? Aber das macht ja jeder von euch und sagt nicht gleich, Alter, ich bin Lance Armstrong. Ja? Gedopt, meinst du? Gedopt. Oh. Jan Ulrich. Ah, nee, auch nicht. Scheiße, alle. Mann. Nee, keine Ahnung. Ist dir noch ein Hobby eingefallen zwischendurch? YouTube ist mein größtes Hobby im Moment einfach. Das ist, ja. Ist so. Ja. Was auch am meisten bockt, ja. Weil es liegt natürlich an euch. Ihr gebt uns geiles Feedback. Ja. Ihr gebt uns schönes Feedback, gutes Feedback, tolles Feedback, auch oft Feedback. Es wird ja immer, immer mehr. Also wir kriegen ja des Öfteren Kommentare, egal ob es nur schönes Video, freuen wir uns auch immer drüber, bringt was für den Algorithmus. Also Leute, werdet nicht müde, das zu schreiben, auch wenn wir darauf jetzt nicht irgendwie reagieren oder ein Herz da lassen. Aber werdet nicht müde, das zu schreiben. Bitte, bitte, bitte. Das ist sehr, sehr hilfreich und zeigt einfach, dass ihr uns supportet. Also im Moment gebe ich mir tatsächlich Mühe, auch tagesaktuell entweder zu antworten oder ein Herz zu geben. Ja. Ja. Ja, stimmt. Das sehe ich dann manchmal auch. Nur bei mir poppt das so am Handy auf und dann fliege ich da einmal so drüber und sehe dann so, ja, okay, lieb. Und dann kommt der Alltag halt wieder, ne? Ja, ja, ja. Das ist immer das, was sich einholt. Ist immer schwierig. Oh. Alter, jetzt geht der Flieger ab hier, du. Naja, abgehen ist so eine Sache. Geht der Flieger ab? Aber egal. Ja, ich muss hier mal echt nach unten drücken. So, sollen wir nochmal mit einer Zuschauerfrage anfangen? Also nochmal weitermachen irgendwas? Oder? Ich habe tatsächlich ein Thema, wo wir gut ansetzen können an YouTube und so mehr Kommentare und so. Ja. Sollen wir das machen? Ja, klar. Letzte Woche? Auf jeden Fall dieses, wir haben eine Mission, NASA-Suchmission an Ostern, genau, das Ostervideo. Das kam ja recht gut an. Wir hatten 22.000 Aufrufe oder so. Das ist für uns schon extrem viel. Ja. Ne? Also unsere Videos haben im Schnitt 1.000, also die Microsoft Flug Simulator Videos haben von 1.000 bis 2.000, 3.000, das ist so der Schnitt, würde ich sagen. Normale Videos liegen so bei 300 bis 500. Was heißt normale Videos? Andere Games. Ja. Ja, ja. Damit ihr da mal einen Überblick habt. Und das hatte jetzt 22.000. Sehr geil. Mhm. Würde man sich dann wünschen, dass das immer so ist? Und da ist so mein Gedanke, würden wir uns das wünschen, dass das immer so ist? Was meinst du dazu, Simon? Also, ja, das ist ja, ich habe da letztes Mal tatsächlich auch so darüber nachgedacht. Es ist ja einfach auch so ein bisschen eine Sucht. Wenn man einmal diese Anerkennung bekommen hat, möchte man halt die immer wieder haben, finde ich. Da geht es gar nicht so um irgendwie Geld verdienen oder so. Aber einfach, dass du hast was geschaffen und Leute fanden das gut. Also ja. Ist ja nicht so, dass dieses Video viele Aufrufe hatte, sondern auch einfach viele positive Bewertungen, das kommt noch dazu. Und viele Abonnenten sind dadurch gekommen. So, und das gibt dir ein, stimmt, es gibt ein so ein gutes Gefühl und ich glaube, das kann echt übertrieben süchtig machen. Und ich habe jetzt auch schon wieder gemerkt, dass danach auch, und davon muss man sich, glaube ich, aber lösen, so ein Druck entstanden ist, das auch wieder quasi zu duplizieren. Genau, das haben wir beim Video aufnehmen, beim nächsten Video dann versucht irgendwie nachzumachen und haben dann selber gemerkt, Alter,
das klappt nicht. So mit Druck, das jetzt nochmal zu erzwingen. Das ja, genau. Nicht. Nee, das klappt nicht. Entweder läuft's oder läuft nicht so. Und so, man kann einfach nicht sagen, was hat jetzt gefruchtet? War es das Thumbnail? War es der Titel? Oder ist es einfach das Video, für, was für sich steht, was oft nicht der Fall ist, weil die ersten, der erste Eindruck das Thumbnail ist oder der Titel? Ja. Geht mal in euch und sagt mal ganz ehrlich, lese ich den Titel überhaupt? Oder klickt ihr wegen des Thumbnails auf das Video? Oder guckt ihr auf das Thumbnail und lest dann den Titel? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, wenn ihr mal so in euch geht und vielleicht mal beim YouTube-Scrollen drüber nachdenkt. Und ich weiß nicht, wie, dann, du, wie du das siehst, aber für mich ist ja. Das zum Beispiel so, jetzt gerade auf das Thumbnail auch bezogen, da ist dann der eigene Egoismus, wir machen das ja zu zweit hier, und aber der eigene Egoismus hat mir dann zum Beispiel, boah geil, ich kann ein Thumbnail doch machen, weißt du? Also weißt du, wie ich das meine so? Ja, okay, klar. Ich bin ja jetzt nicht so der Photoshop-Freak und so. Und die meisten Thumbnails machst du ja nach wie vor. Mhm. Aber da war ich auch irgendwie stolz. Also weißt du, so da habe ich jetzt geil. Total geil. Ich hab, irgendwie hat das ja wahrscheinlich was damit zu tun gehabt. Irgendwie war ich, nachdem ich das Thumbnail auch gemacht habe, dachte ich mir so, ey, ist eigentlich ganz cool geworden. So, dass das natürlich so einsteigt, wusste ich natürlich nicht, weil das man einfach nie vorhersehen kann. Weil dafür ist dieser Algorithmus bei YouTube auch einfach zu, für mich zu undurchsichtig einfach. Ich finde, du merkst das irgendwie schon an dir selber so, wenn du jetzt sagst, okay, das Thumbnail, das ist es. Ja. Okay, ja, das passt so, ne? Ich habe auch oft, dass ich so sage, ja, das Thumbnail ist okay, aber es ist noch nicht das, was ich mir jetzt vorgestellt habe, aber ich krieg's gerade auch nicht anders hin. Ich krieg's nicht besser hin. Das hab ich Komm, auch, scheiß ja. drauf. Ja. Komm, scheiß drauf, machen wir jetzt fertig. Ich muss auch weitermachen. Ich muss jetzt hier, weiß ich nicht, das nächste Thumbnail, das nächste Shorts, das nächste Video schnibbeln. Ist tatsächlich so. Ne? Deswegen denke ich mir dann auch oft so, komm, scheiß drauf. Ist jetzt nicht 100%, ist 90%. Und ja. Was wir oft gemerkt haben, wo wir sagen, boah, nee, war jetzt nicht, ist ein Video, haben wir jetzt rausgehauen, aber war nicht geil. Und trotzdem, oft ist es ja bei Shorts so, ne, wo ich mir dann denke so, oh ja, komm, wir machen jetzt, hauen das jetzt raus, weil irgendwie doch was rauskommen sollte, ne, für den Algorithmus wieder. Und am Ende ballert es dann trotzdem so und du verstehst gar nicht, warum. Ja, und du genau. möchtest gerne verstehen, warum. Ja. Ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen, dieses Schneiden ist ja, also das habe ich zum Beispiel ganz oft, wenn ich so ein Video schneide, dann habe ich das Video bestimmt, keine Ahnung, 50 Mal durchgeguckt, so theoretisch. Weil er ist ja auch immer wieder hin und her und zurück und vor. Und ja. Da bin ich manchmal so auch so schon genervt von diesem einen Video. Ja, du bist, genau, du bist auch einfach so ein bisschen blind dadurch. Ja, ne? Du findest das selber nicht mehr spannend, weil du ja weißt, was passiert. Nicht. Erstmal warst du dabei und zweite Mal, ne? Ja. Und dann ist es halt auch schwierig einzuschätzen, ist das jetzt spannend geschnitten? Genau. So, ne? Also ich hätte zum Beispiel bei diesem NASA-Video hätte ich null gedacht, dass das so ankommt, weil im Endeffekt habe ich mir das hinterher angeguckt und dachte mir so, ja, ist okay, so. Alles gut. Ist okay, ja. So. Ja, ja. Kann man sich gut angucken. Ja. Das hat einen guten Flow. Danach gucke ich immer so ein bisschen, dass das irgendwie guten Flow hat. Und dann, komm, hau raus. So. Keine Ahnung. Ist halt so. Ich fliege jetzt hier mal über Land, du kannst mir folgen. Ich folge dir, ja. Aber denk dran, wir haben Wasserflugzeuge. Wir müssen mal wieder runterkommen irgendwann. Ja, alles gut. Okay. Mein Gedanke war aber tatsächlich, oder den Gedanken, den ich öfter habe, ist so, willst du überhaupt diesen extremen Fame? Mhm. Nehmen wir mal die extremen Leute wieder, Monte. Der streamt, da sind 30, 40, 50.000 Leute so im Stream. Die ballern einen zu mit Nachnamen. Mit Nachnamen. Hä? Mit Nachrichten. Alter, was ist denn los mit mir? Ballern einen zu mit Nachrichten. Und dann merkt man halt auch, okay, der geht gar nicht mehr auf den Chat drauf ein. So, ne? Kann er ja auch nicht. Der guckt dann einmal rein. Entweder liest er eine Nachricht, die ihm gefällt, oder du wirst gebannt. So, ne? Oder geblockt. So. Und wenn ihr das von uns kennt, wir versuchen es. Und wir merken ja auch, dass es jetzt immer mehr wird. Wir versuchen ja auch, auf jede Frage einzugehen irgendwie, auf jede Nachricht. Dann kommt zuerst die neueste Nachricht, dann gehe ich aber auch nochmal den Chat ein bisschen hoch, versuche währenddessen irgendwie zu fliegen und weiß ich nicht, ne? Ihr kennt das ja, dass ich mich dann oft verhaspel und einfach schlecht fliege. Das ist einfach auch mega viel für den Kopf, was man so gleichzeitig macht. Dann verliest man sich und dann gibt es wieder ein Lacher, haha, hihi. Aber dafür sind wir ja da, um euch zu unterhalten.
Aber manchmal habe ich den Gedanken, boah, will ich das überhaupt? So wie es gerade ist, ist ja eigentlich cool, ne? Wir haben so 20 bis 30 Leute immer im Chat, dieselben Leute immer. Man hat die so lieb gewonnen, sage ich mal, ne? Mhm. Willst du jetzt überhaupt? Weil ab und zu geht das ja auch viral, so auf TikTok merkt man das dann, dann kommt der Stream in den Algorithmus rein, dann hast du da 200, 300.000 Leute, die zuschauen und dann ist leider auch der ein oder andere Vollidiot dabei, weil das passiert dann einfach, ne? Internet halt, grade, ne? Und gerade der geht dir voll auf den Sack, obwohl du hast 999 andere Leute, die sind cool drauf, die sind positiv drauf, die haben Spaß und so, feiern das, was du machst. Und der eine schreibt, und was machst du da jetzt? Was ist das Ziel? Ja. Warum? Ne? Wieso kennst du dich damit nicht aus? Warum fliegst du das Ding, obwohl du dich damit nicht auskennst? Weißt du, diese, ich will jetzt niemanden beleidigen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und manchmal denkt man sich so. Ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Weiß ich gar nicht, ob ich das will. Ja, also, keine Ahnung. Ich bei mir ist das halt so, wenn wir jetzt also alleine vom Stream sprechen, so, hab ich immer eigentlich so den meisten Spaß ja mit dir, so. Wir verarschen uns ja auch immer gegenseitig. Das finde ich immer eigentlich so am witzigsten und dass wir irgendwie was so zusammen machen hier. Dann kommt dieser Chat noch oben drauf. Da hat man halt tatsächlich, wie du gesagt hast, da hat man so seine Leute, da hat man auch seinen Spaß. Finde ich immer cool. Ich muss aber sagen, ich kann mir das auch durchaus noch vorstellen, dass es noch größer wird und noch mehr. Schon alleine, weil ich mir denke so, ey, vielleicht kann ich dann irgendwann, haben wir so viel Aufrufe und so viel Leute im Stream und so, dass man vielleicht auch sagen kann, ey, wir arbeiten jetzt einfach nicht mehr Vollzeit, sondern halt nur ein paar Stunden weniger, können dann hier wieder mehr Energie reinstecken. Irgendwie. Ja. Irgendwann, das wird so anstrengend, anstrengend, anstrengend und irgendwann macht es diesen Swap und lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich, so nach dem Motto. Genau, da geht es dann tatsächlich um Geld, aber das wird mir tatsächlich auch nicht um das Geld gehen, sondern einfach um mehr, also diesen Luxus zu haben, mehr Zeit in dieses Projekt hier reinzustecken. Also, ich glaube, reich werden wir hiermit nie im ganzen Leben nicht mehr. Aber alleine. Das ist die falsche Einstellung. Ja, genau. Und dieser Luxus, den Luxus vielleicht haben zu können, einfach mehr Zeit in dieses liebgewonnene Projekt zu buttern, quasi. Das finde ich halt. Und dafür braucht man einfach auch mehr Zuschauer. Also mehr Aufrufe, mehr Abonnenten und so weiter. Ja. Ist einfach so. Stimmt. Und wir haben ja immer von Anfang an gesagt, ist ein Hobby. Ist Hobby, aber wir würden uns trotzdem freuen, wenn es nie stagniert. So, ja. Das hat es noch nie, muss ich sagen, ne? Nee. Da müssen wir kurz einmal auf Holz klopfen hier. So, aber nee, hat es tatsächlich noch nie. Und das ist erstmal schön, weil man ja irgendwo auch so eine Anerkennung dadurch bekommt. Ich kann mir aber auch unsere alten Videos auch nicht mehr angucken. Ich finde, wir haben uns auch ultra weiterentwickelt, so in jeglicher Form. Ja. Oh ja. Ja, da gibt doch schon ein paar coole dabei. Sind schon ein paar coole dabei. Alte Videos, meinst du? Ja, doch. Ja, wobei ich muss sagen, wenn ich manchmal die so angucke, dachte ich mir so, boah, coole Idee, aber hätte ich die doch lieber später gemacht. So. Ja, klar. Also. Aber da sind wir uns auch irgendwie zu schade oder zu fein für, dass wir diese Idee, dass wir sagen, das gab's ja schon mal. Haben wie viele Leute gesehen? 20 Leute? Ja. Und ja. Wo sind die 20 Leute? So scheiß auf die, so nach dem Motto. War eine coole Idee, lass es normal machen. Aber irgendwie machen wir es nicht, weil wir auch den Ansporn an uns haben oder vielleicht selber dann gelangweilt sind von uns so. Mhm. Aber ja, vielleicht machen wir es einfach mal. Ja, wär vielleicht mal eine coole Sache, wenn man so alte Videos durchgucken würde und dann so. Waren ja echt ein paar coole Ideen auch schon dabei. Nur ich würde es heute halt einfach anders machen. Oder irgendwie anders schneiden, mehr erzählen. Also wenn du weißt ja, wie wir am Anfang waren, da muss man sich auch mal quälen, so in die Kamera irgendwas zu erzählen. Und das habe ich halt gar nicht mehr. Du musst erst mal reinkommen. Aber das habe ich nicht mehr. Also so, ich setze mich vor die Kamera, hab einen Stream auf und quassel einfach. Ist so normal geworden, ja. Das stimmt. Das stimmt, ja.
Und deswegen kann ich mir halt auch vorstellen, das einfach vor, keine Ahnung, 5000 zu machen. Millionen! So. Ja, ja. Am Ende ist es nur eine Zahl, kannst du ja ausschalten, die Zahl. Ja. Und siehst nur im Chat, dass ganz viele Leute da sind und am Ende, wenn du die Zusammenfassung kriegst. Richtig. Richtig. Ja. Ja, geil. So ist das. Also so sind meine Gedanken manchmal dabei, aber das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie sage, boah, ne, ich höre damit auf oder so. Das, der Gedanke ist nicht da. Also ja, man, sag, nee, man hat schon Respekt vor so einer Größe, muss ja, ich ja, sagen. Klar. Also ne, das zu bewältigen. Wobei, das wechselt alles mit. Ne, irgendwann hast du dann vielleicht auch mal jemanden, der für dich cuttet oder keine Ahnung, was der dich irgendwas abnimmt. Ja, genau. So von, ich sag mal, von Problem zu Problem. Du musst nicht dich vorher schon mit irgendwelchen Problemen, die vielleicht auftreten können, beschäftigen. Nee. So, mach das, wenn es da ist. Ich glaube, das ist auch der falsche Ansatz dann. Ich glaub, ja, man soll einfach machen und ja, ja, einfach Spaß haben. Ich glaube, das ist immer der beste Tipp, den man da irgendwie geben kann. Und wir haben Spaß, das ist halt geil. Ich freue mich auf jeden Stream, ich freue mich auf jede Aufnahme. Ja. So, das stimmt. Ich freue mich, mit diesem Flugzeug hier zu fliegen. Mal wieder. Fliegt echt geil. Also, fliegt langsam, ist entspannt, entschleunigend mal wieder. Also ich muss auch sagen, ich bin sehr zufrieden mit der Ford-Trimotor. Die fliegt echt gut. Echt ein geiles, nices Flugzeug. Hast du dir noch eine Frage aufgeschrieben für dich? Oder irgendeinen Punkt, den du erlebt hast? Oder willst du noch was erzählen, sag ich mal? Ja, also wir sind aktuell dabei, wieder einen Hund aufzunehmen. Schön. Und weil da wollte ich einfach mal auch hier die kleine Reichweite, aber die Reichweite, die wir haben, auch ein bisschen nutzen, um mal Werbung zu machen für einfach gerettete Hunde. Weil das ist so ein Thema, was mich so, habe ich mir früher nie Gedanken drüber gemacht, in meinem jugendlichen Leichtsinn einfach so. Mittlerweile muss ich sagen, es gibt so viel gequälte Tiere auf der Welt und ich bin natürlich dann auch so ein bisschen Fan von Hunden einfach und wir geben auch, oder wir versuchen gerade, das ist ein bisschen schwierig und da komme ich dann gleich zu, wieder einen Hund ein Zuhause zu geben. Und ich weiß genau, dass der bei uns halt ein super Zuhause haben würde. Und ich muss aber sagen, der Umgang von manchen Tierschutzvereinen ist dann doch auch sehr schwierig. So. Echt? Ja. Scheitert es jetzt daran, oder? Könnte sein, tatsächlich, ja. Boah, what? Es ist halt, das ist so viel Aufwand, oder was? Nee, aber die haben sehr hohe Ansprüche an Menschen und dann bist du zum Teil auch einfach schon raus, wenn du in der Wohnung wohnst. Oder wenn du arbeitest. Und da muss ich halt sagen, finde ich schwierig. Ich weiß, dass sie ihre Erfahrung gemacht haben. Aber ja, ich glaube, in einem persönlichen Gespräch und wenn man eine gute Menschenkenntnis hat, kann man auch solche Sachen auch gut einschätzen. Und ja, ich finde das immer schade, weil dadurch gehen halt total viele Tiere einfach unter. So, die irgendwo wahrscheinlich ein Zuhause hatten. Und wenn du einmal so eine Erfahrung gemacht hast, und es gibt wahrscheinlich auch viele gute Vereine, aber es sind halt auch viele, die halt solche Ansprüche haben. Da muss ich einfach sagen, finde ich doch dann ein bisschen schade, weil die den Spaß daran rauben, Tieren ein Zuhause zu geben. Ich bin ja bei sowas immer, da muss man immer beide Seiten durchleuchten und fragen, warum ist das so? Und ich denke mal, die werden, wie du schon sagtest, schlechte Erfahrungen gemacht haben. Die haben einen Hund, den sie kennengelernt haben. Der ist vielleicht auf der Straße groß geworden, hat da gelernt, einen riesen Auslauf zu haben, so, ne? Und jetzt ist der Gedanke, oh, ihr habt eine Wohnung, der kommt ja gar nicht raus, so nach dem Motto. Jetzt dieses Extreme wieder, so, ne? Was ja gar nicht stimmt bei euch. Du machst ja du hast ja genug Zeit, Runden zu drehen und alles, so, ne? Ja, absolut, mache ich auch. Ja, also klar, ich kann es verstehen, aber das sind ja erst wieder nur so die objektiven Punkte, die man aufnimmt mit, ah, der hat eine Wohnung, der wohnt im, meinetwegen, dritten Stock. Und da ist gar kein Garten. Nee, kommt nicht in Frage. Ja. Aber da denke ich mir immer, haben die so eine Wahl, so viel auszuwählen? Und der nächste Gedanke ist dann, ja gut, wenn es nicht funktioniert, kommt der Hund halt wieder zurück. Und der Aufwand ist wahrscheinlich auch scheiße, ne?
Ja, aber du musst das mal so sehen. Also, ne, Verein XY, die machen ja alles oder machen ja viel bei eBay-Kleinanzeigen auch so, ne? Und wenn du dann siehst, wie viele Hunde da zur Verfügung stehen, und die immer mehr da reinballern, da muss ich halt dann sagen, dann musst du dich auch irgendwann mal für Sachen entscheiden. Also weißt du, du musst dann einfach sagen, ja komm, dann machen wir das. Und es gibt ja diese Pflegestellen und so Pflegestellen können vielleicht auch mal selber entscheiden, kann der Hund dahin oder nicht, weil die sehen ja erstmal, wie du mit dem Hund umgehst. Du bist ja nicht nur einmal, du fährst da jetzt nicht hin und sagst so, boah, den Hund hätte ich gerne, sondern du bist dann so eine Stunde, zwei Stunden da, gehst vielleicht auch mit den Gassi oder keine Ahnung was, ne? Und ich finde zum Beispiel, ich kann sehen, ob ein Mensch gut mit dem Hund umgehen kann oder nicht. Ich kann auch sehen, ob der, also, weißt du, so, klar kannst du lügen, aber weiß ich nicht, das ist so. Ja, leider gibt's ja alles, ne? Also, klar gibt's alles. Ich will nicht die traurigen Geschichten hören, die da schon erlebt haben. Also, es gibt richtig bescheuerte Scheißmenschen. Absolut. Guck, alleine bei Kalli. Die da irgendwie wieder ein Business rausmachen. Hier der Kalli zum Beispiel, ne? Den haben wir erst mit 9 bekommen. Und der ist ja auch ein Straßenhund aus Ungarn. Und damals war das so, den hat eine Frau hier übernommen in Deutschland. Die hat, als der 9 oder 8, 9 geworden ist, hat die gesagt, der ist mir zu alt, ich habe keinen Bock mehr auf den. So, jetzt überleg mal, wer nimmt einen alten Hund? Keiner. Ja. Die haben es jetzt gemacht, war beste Entscheidung oder mit die beste Entscheidung unseres Lebens, muss man sagen. Weil der ist ein super Hund. Kennst ihn ja, das ist so ein knuffigen Kerlchen so. Ja, cool. Ja. Und mittlerweile ist der wird dieses Jahr 17. Also. Ja. Schade, echt. Also. Also ich kann auch die Seite verstehen, aber wenn du zum Beispiel sagst, boah, weiß nicht, wir machen 4 oder 5 Treffen und dann lernen wir uns noch ein bisschen kennen und dann kannst du ja Menschen meistens einschätzen. Aber bei den Vereinen ist es zum Teil so, du musst da so Fragebögen ausfüllen, so richtig nackig machen musst du dich da. Und dann kriegst du nur Rückmeldung. Ja, und da kannst du ja auch lügen. Du merkst ja oft, worauf will diese Frage hinaus, so, ne? Da kannst du ja auch die beste Antwort geben, wo du denkst so, okay, wenn ich das jetzt ankreuze, das stimmt zwar nicht von mir, aber das wollen die hören, so, ne? Und dann melden die sich nicht. Ja. Das finde ich so unhöflich noch dabei. Dann sollen die einfach sagen, ja, wir sind uns noch nicht so ganz sicher, kommen Sie mal vorbei hier, dann machen wir mal ein Treffen, vielleicht am besten noch mit dem Hund zusammen. Weißt du, so, dann sehen wir mal. So, das ist die Feigheit der Menschheit heutzutage. Oder wir machen eine Probezeit. Wir machen eine Probezeit, ein halbes Jahr, wir kommen noch dreimal vorbei. Weißt du, so. Ja. Ich meine, das kostet alles Geld, aber du bezahlst dann 450 Euro für. Es kostet alles Zeit, Entschuldigung. Es kostet ja alles Zeit, so. Aber am Ende denke ich mir, es kostet ja auch Zeit, die richtige Person zu finden, so, ne? Ja. Ah, ich finde es halt schade, weil ich hoffe es auch auf jeden Fall, weil ja, ich glaube, du weißt genau, dass wir hier jedem Hund ein super Zuhause bieten würden. Ich weiß das, klar, ich weiß das, aber ich kann mir auch vorstellen, besonders wenn du auf eBay Kleinanzeigen so unterwegs bist, was da für Vollidioten gibt, weiß ich nicht. Ja, absolut. Die auch dann vielleicht lügen oder gar nichts bieten können. Das ist vielleicht das falsche Wort, aber dem Hund nicht gerecht werden, so am Ende, ne? Ja, wir sprechen aber jetzt auch keinen von so einem Husky oder irgendwie, keine Ahnung. Nee, aber wir so. Sprechen schon von einem Hund mit einer Vergangenheit. Also eine leichte Verstörung, dass du den Hund verstehen musst. Ne? Also das, ich denke, das ist kein, ist das ein Tier, wo man mit anfangen sollte, so? Es klingt auch wieder so falsch, irgendwie so ein Tier, wo man mit anfangen sollte. Ist kein Einsteigerhund, wobei ich sagen muss, wenn Einsteigerhund, auch komisch. Ja, aber ist ja so. Ich würde jetzt keinem Einsteiger mit einem Dobermann zum Beispiel raten. Es gibt Einsteigerhunde und es gibt keine Einsteigerhunde. Ich muss sagen, so Hunde von der Straße, wenn die jetzt nicht, du merkst ihn das ja an, ob die so einen richtigen Schaden hast, das merkst du den an. So, das weißt du sofort, aber die meisten Straßenhunde sind recht umgänglich eigentlich, weil für die ist das Wichtige, tatsächlich einfach nur Liebe zu bekommen. Das merkst du denen an. Und die sind dankbar. Die sind unfassbar dankbar. So, und deswegen würde ich zum Beispiel sagen, würde ich auch jedem Einsteiger oder Anfänger für so ein Haustier auch einen Straßenhund empfehlen. Weil es gibt da ganz, ganz viele kleine, süße, liebe Hunde, die einfach nur ein liebes Zuhause haben wollen.
Hier gibt es ganz, ganz viele. Ja, ob Straßenhund oder Hund aus dem Tierheim, bin ich sowieso ein Fan von, wenn man das sich für einen Hund entscheidet. Ja, das Problem ist, in deutschen Tierheimen ist so, ich glaube 80% sind halt so Kampfhunde, die im Tierheim sitzen. Und das ist halt auch schon wieder so eine Sache, schade, wo ich sagen würde, ja, schwierig, aber weil da weißt du nicht. Und wir haben unsere zweite Katze ja auch aus dem Tierheim. Die erste war ein Gartenfund quasi. Also die Entwurf im Gartenhaus und der wurde dann noch eine Zeit lang von dem Hausbesitzer dann gefüttert und alles, bis er die dann verteilt hat nach links und rechts. Und die zweite war halt aus dem Tierheim, so, ne? Mhm. Und wir wurden auch so ein bisschen, ich sag mal, durchleuchtet. Also wir wurden hier zu Hause besucht, ne? Mhm. Und dann wurde geguckt, ob das katzengerecht ist. Wir haben ein bisschen gequatscht und so, aber die brauchte nicht lange, um zu merken, ja gut, die haben hier ein Paradies, so, ne? Ja, ich glaube, wenn du Erfahrung hast, ist das auch innerhalb von einer Viertelstunde gegessen, so ein Gespräch. Ja, voll. Also. Besonders, wenn man schon einen Hund hat oder ein Tier hat, so, ne? Ja, und genau. Jo, ich nehme jetzt gerne noch einen zweiten, so, weil ich einfach die Kapazitäten habe. Ich gehe eh raus, ob ich jetzt eine Leine halte oder zwei Leinen. Absolut ob egal. Ich einen Ball oder zwei Bälle werfe, ist scheißegal. Ne? Ich kann mir das Futter leisten, kann mir die Tierarztkosten leisten, so, ne? Ja, ja. Keine Ahnung. Ich... Kannst du auch sagen, komm hier, kriegst du Kontoauszüge, kannst du sehen, ich kann mich um dieses Tier kümmern, so, ne? Was willst du jetzt von mir, so, ne? Also, ja, dazu muss ich ja sagen. Besser kann es im Mund gehen. Ja, absolut. Wir haben ja, der Kalli, der ist ja schon sehr alt, der kann ja nicht mehr so laufen. Ja. Und wir haben jetzt für den tatsächlich Kinderwagen gekauft, ne? So ein, voll geil. Ich stelle mir aber auch vor, im hohen Alter, dass ich irgendwie mit dem E-Bike und so einem Anhänger für einen Hund rumfahre, um spazieren zu gehen. Ja, ich will den auch nicht immer zu Hause lassen. So, wenn ich den mitnehme, ich weiß, dass es dem quält, weil der irgendwann nicht mehr laufen kann. Also haben wir uns jetzt so einen Buggy gekauft und ganz ehrlich, wir haben ihn reingesetzt, der hat sich sofort richtig smooth hingelegt. Vielleicht blende ich auch ein Bild hier ein. Das sah richtig geil aus. Also ich muss sagen, ich bin gespannt, wenn wir die erste Tour mit ihm machen. Und ich hoffe, dass noch ein anderer Hund dann dabei. Man hat halt wieder eine andere Möglichkeit, den mitzunehmen. So, finde ich voll geil. Ja, und dann läufst du zu so einer schönen grünen Wiese und lässt ihn dann halt raus und dann entweder läuft er dann los, geht pinkeln oder chillt oder... Ja, cool. Ja, mega. Freue mich da auch richtig drauf. Kann man nur hoffen, dass das mit dem zweiten Hund jetzt irgendwie noch klappt. Ja, auf jeden Fall. Wär schön. Wäre echt schön. Ja. Mies, ey. Mies. Ich hätte noch Sachen, aber wir machen ja noch ein paar andere Folgen. Ja, richtig. Deswegen. Wir wollen nicht überstrapazieren hier mit unserem Gelaber. Nö, eine knackige halbe Stunde ist immer gut für den Anfang. Ja, so ungefähr. Vielleicht gibt es irgendwann noch mal eine Stunde oder so. Genau. Ich würde sagen, wir landen jetzt hier mal auch irgendwie, ne? Wo landen wir denn? Hier in dem Teich? In dem Becken hier, ja. Okay. Also drehen am besten. Ja, ich bin schon in der richtigen Position. Ja, ich bin schon fast wieder an Land. Ich versuche mal hier zu landen. Die hat ja hier gar nichts. Aber ich habe auf jeden Fall während des Fluges herausgefunden, warum ich gerade nicht starten konnte. Ja, hast du einen Anker rausgeworfen oder was? Nee. Ich habe ja irgendwann mal während des Streams auf Dualmotor umgestellt. Also ich habe ja einen Schubregler, der geteilt ist. Ja. Und habe eingestellt, dass ich damit Motor 1 und 2 bewegen kann. Ah, okay. So, das Ding hat aber 7 Motoren. Warte. 1 bis 7 und, was steht hier unten? Ich kann 1 bis 6 und 7 bis 12. So, 12 Motoren. Ja, natürlich ist es eine gerade Zahl. Ich Vollidiot. Und ich habe immer nur die ersten 6 mit meinem Schubhebel bewegt. Und das hat natürlich nicht gereicht. Oh, sieht ja schön aus. Fette Maschine ich bin hier zu starten. So gut gelandet. Apropos, du bist gar kein Vollidiot. Ich habe ja auch nur 3 Motoren. Also ungerade Zahlen gibt's auch. Ja, aber bei mir sind die immer zusammen an einem Steg. Ach so, okay. Ja. Alter, ich bin schon so schön gelandet. Hammer. Boah, diese Flugzeuge aus dieser Zeit, ne? Die haben irgendwie Charme, oder? Ja. Die sind auch irgendwie hübsch. Sind die auch, ja. Muss man einfach sagen. Ich habe mir gestern noch eine Doku über die Hindenburg angeschaut. Ja. Es ist auch, weil ich das in dem Podcast gehört habe, von Fest und Flauschig, dass er gesagt hat, ey, schaut euch das mal an.
Da dachte ich mir, jo, mach ich mal, so zum Schlafen gehen. Und ist echt interessant, was das für eine Technik ist. Und man denkt ja immer so ein Zeppelin, okay, da ist so unten drunter eine Gondel und da sitzen die Leute drin, ne? Mhm. Ne, ist gar nicht der Fall. Die sitzen im Zeppelin drin. Da sind so Kammern. Ja. Also so Bereiche, Panoramasicht. Und die haben ja da richtig geschlafen. Für ihren ersten Flug haben die ja irgendwie 63 Stunden oder so gebraucht. Also 3 Tage gut. Ja, die sind ja in New York dran. Haben da richtig gepennt und gegessen, genau. Ja. Von Frankfurt nach New York, meine ich. Ja, krass. Oh Gott, der Wald kommt schon sehr, sehr nah. Oh Gott, du bist falsch geflogen. Ich werde nicht langsamer, ich weiß auch warum. Weil du Anker nicht geworfen hast? Nein, ich habe ja noch mehr Propellers. Komm jetzt hier runter, komm. Ach. Bitte geh runter. Ich gucke romantisch, während der Philipp da abstürzt, in die Büsche fliegt, habe ich hier so einen richtig romantischen Blick auf den Sonnenuntergang und das schöne Flugzeug. Hammer. Alles gut, ich mache jetzt hier Tokyo Drift Bremsung. Okay. Warten wir noch auf den Philipp und dann... Zu dir schaffe ich es nicht mehr, glaube ich. Nee, ist auch nicht schlimm. Oh, ist echt wunderbar. Ich bin Leute, hier für mich. Danke fürs Zuhören. Ja, danke schön. Ihr wisst, wie es geht. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Das ist wichtig für den Algorithmus. Kuss. Habt eine schöne Woche. Ja. Kommt ja immer Sonntag raus. Habt einen schönen Wochenstart. Noch ein schönes Restwochenende, so. Habt euch lieb. Wie wildes Hack, nee, gemischtes Hack immer sagt. Wildes Hack. Wildes Hack. Genau. Schlagt euch nicht in die Fresse. Bleibt gesund und wir sehen uns. Haut rein. Tschüss.